Erster Tag des Monats. Heute erfolgt die Konzentration auf den rechten Fuß. Diese Konzentration verbindet mich mit dem Stützpunkt in der äußeren Welt. Ich stütze mich gedanklich mit den Füßen auf die Erde. Die Erde ist in meinem Bewusstsein eine tragende Stütze oder Säule. Die Steuerung im System der vollen Wiederherstellung basiert darauf, dass der stützende Punkt gleichzeitig der Punkt der Schöpfung, ein Erschaffungspunkt ist. Da er auch der Punkt der Schaffung ist, kann ich mit Hilfe dieser Konzentration mein Bewusstsein sofort entwickeln. Ich begreife, dass ich genau nach dem gleichen Prinzip, nachdem alles auf der Erde wächst und sich entwickelt, zum Beispiel die Pflanzen entstehen und sogar die Materie meines eigenen Körpers, eine beliebige äußere Realität aufbauen kann. Das Verstehen all dessen liegt dieser Konzentration zugrunde. Während der Konzentration muss ich nicht an diesen tiefen Mechanismus denken. Ich kann mich einfach auf den rechten Fuß konzentrieren und mir dabei im Bewusstsein jenes Ereignis vorstellen, das ich brauche. Jener Mechanismus des Aufbaus der Realität wird automatisch ausgelöst und ausgeführt. Ich erhalte das erwünschte Ereignis auf harmonische Art und Weise, da diese Steuerung gleichzeitig eine Harmonisierung der Ereignisse gewährleistet. Ich konzentriere mich auf die siebenstellige Zahlenreihe 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1. 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1. Ich konzentriere mich auf die neunstellige Zahlenreihe 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. Heute konzentriere ich mich auf die Welt und auf alle Gegenstände der Welt. Ich spüre, dass jeder Gegenstand der Welt ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Da ich dies spüre, empfinde und fühle ich, wie ein Lufthauch von jedem Gegenstand der Welt mir die Lösung vorsagt. Wenn ich spüre, dass jeder Gegenstand ein Teilchen meines Bewusstseins hat und zeigt, sehe und schaue ich jene Harmonie, die uns der Schöpfer beschert hat. Ich konzentriere mich auf die Welt und auf alle Gegenstände der Welt und spüre, dass jeder Gegenstand der Welt ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Da ich dies spüre, empfinde und fühle, so fühle, empfinde und spüre ich, wie ein Windhauch von jedem Gegenstand der Welt mir eine Lösung vorsagt.
Wenn ich spüre, dass jeder Gegenstand ein Teilchen meines Bewusstseins hat und zeigt, sehe und schaue ich jene Harmonie, die uns der Schöpfer beschert hat. Ich konzentriere mich auf die Welt, auf alle Gegenstände der Welt und spüre, dass jeder Gegenstand der Welt ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Ich spüre dies, ich empfinde es, ich fühle es. Und so ist es mir möglich zu erkennen und wahrzunehmen, wie ein Windhauch von jedem Gegenstand der Welt mir die Lösung vorsagt. Ich spüre, dass jeder Gegenstand ein Teil meines Bewusstseins hat. Ich spüre, dass jeder Gegenstand ein Teil meines Bewusstseins offenbart. Und so sehe und schaue ich jene Harmonie, die mir der Schöpfer beschert hat. Thank you.